Hallo und herzlich willkommen auf dem Gemüsebalkon. Heute möchte ich euch zeigen, wie man Tomaten und Gurken umtopft und das Ganze vor allen Dingen mit einem sehr schönen Trick, indem man genau die richtige Höhe und auch ein passendes Loch findet. Der Trick dabei ist eigentlich, in die Töpfe Gemüseerde einzufüllen. Erstmal initial, so viel wie ihr meint, dass etwa zwei Drittel des Topfes gefüllt sind. Und dann wird dieser Topf hier einfach mit eingesetzt und wir kippen dann die restliche Gemüseerde auf. Das ist aber ein bisschen viel. Schön alles verteilen und dann können wir nämlich hier alles ein bisschen festdrücken und einfach gleich den Topf hier herausziehen. So, und was wir sehen ist, hier ist ein wunderbares Loch, wo wir gleich dann die Tomate einsetzen können. Das ist jetzt hier eine kleine Cocktailtomate, die wir hier einsetzen wollen. Und wie ihr ja schon wisst, können wir die Tomate da ruhig etwas tiefer einsetzen. Das werden wir auch wieder machen. So, und jetzt habe ich sie einfach genau in dieses Loch eingesetzt. Passt perfekt. Das kann ich noch mit Erde auffüllen. Ihr seht, ich fülle auch wieder bis zum Rand und möglichst weit, so dass auch die ersten untersten Keimblätter mit bedeckt sind und nur noch die oberen tatsächlichen Blätter hier frei sind. So, und schon ist das Ganze mit einem hervorragenden Trick ganz einfach umzufüllen gewesen. Ich hoffe, das hat euch eine kleine Inspiration gegeben und ihr folgt uns beim Gemüsebalkon www.gemüse-balkon.de. Vielleicht kommentiert ihr einfach mal unter dem Video, ob es bei euch auch so gut geklappt hat und was ihr davon haltet, ob das eine Erleichterung ist oder nicht. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen hoch oder folgt uns doch einfach auf unserem Kanal auf YouTube.